statt da durch die Decke. Oh, ich stecke fest. Das ist so grausam. Hilfe, rettet mich. Idioten. So, machen wir mal die Start-Level. Aber ganz ehrlich, ich werde das Spiel demnächst abbrechen. Kam er unter den Stinkkopf. Son of a bitch! Doug, the hell is this shit? Yay, ich bin durch, juhu! Ja, ich bin der größte Rätselmeister! Ich hab geschafft, die nicht tödliche Decke zu überstehen, durch die man durchklippt. Wo sind eigentlich meine Füße? Wo ist eigentlich meine Perspektive? Wo ist eigentlich das gottverdammte Gameplay geblieben? Also jeder, der sich jetzt irgendwie noch erhofft, dass ich vielleicht irgendwann sage, naja, das Spiel hat seine Momente, das ist gestorben gerade. Aber jetzt ist nur noch Aufregerei, bis ich das Spiel einfach Rage quitte und nie wieder anfassen werde. Und dann werde ich einfach das ganze Gameplay-Material mit einem alten Shooter von damals fortsetzen, weil der hat wenigstens funktioniert. Lass mich durch. Scheiß Tür. Ach, je. Also wie gesagt, ich war tatsächlich mal angetan, dem Ganzen hier nicht die Blacklist aufzudrücken. Das ist gestorben, das Vorhaben. Es ist fertig. Also ganz ehrlich, nehmt das Spiel nochmal zurück, entwickelt es nochmal neu, schmeißt es auf den Müll, verkauft es. Glaub mir ehrlich, spielen wir lieber Serious Sam. Oder, also ganz ehrlich, Serious Sam hat auch diese alten Shooter-Mechaniken, aber die funktionieren wenigstens bei Serious Sam. Ach, da ist ein geheimer Raum. You need to complete all four challenges. Aha, und wo sind die Challenges? You need a gold key, aha. You need a gold key, aha. You need a gold key, aha, aha. You need a gold key, wer hätte das gedacht? Vor allem da schreiben sie hin, you need a cold key, aber da schreiben sie nicht, diese Tür ist von der anderen Seite blockiert, geh an eine andere Tür. Diese Tür ist von der anderen Seite blockiert, geh an eine andere Tür. Sag mal, wieso sind da überhaupt so viele verfickte Türen, wo man gar nicht aufmachen kann? Vor allem vier Challenges. Das heißt ja, lass mich überlegen. Eine Tür. Zweite Tür, dritte Tür, vierte Tür, müsste passen. Aber ich komme verfickt noch eins nicht rein. Sag mal, muss man da wirklich an jedem Scheißeck einen Hebel verstecken? Oder bin ich einfach mittlerweile, weil ich so sauer bin auf dieses Scheißspiel, dass ich nicht finde das Zeug? Dass ich einfach zu... Aha! Was steht denn da? Da komme ich doch her, oder? Das ist doch... Und da ist Nahrung. Oh, Essen, Essen. Juhu, es gibt Essen. Ja, yam, yam, yam. Nein. 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 Vielleicht geht da einer auf. Ja, 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 komm. Hey, nein, nein. Ah. Oh. Was flüsterst du mir zu? Keine dieser Türen geht auf? Aber Moment, irgendwo muss doch irgendwie weitergehen. Ah, auf jeden Fall der Hebel drin. Ich sehe den Hebel. Also muss ich für die Haupt und den Fortschritt schaffen zu können, muss ich tatsächlich alle. Hilft euch! Was sagst du, Lassie? Da unten ist ein Boden. Auf den ich nicht drauf springen kann, weil ich zu blöd bin.
Oh, guck mal, ein Secret. Yay! Juhu, ich bin schon wieder gestorben. Yay, ich muss wieder ganz von vorne anfangen, weil ein Speichersystem fehlt. Ach, wisst ihr was? Leckt mich. Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Spiel von Ding. Keine Ahnung, wer das jetzt gemacht hat. Interessiert mich auch im feuchten Dreck. Ach, schauen wir halt mal. Also, das ist ja alles sehr retro-kalten hier, dieses ganze Menü. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Finde ich echt cool. Machen wir mal ein neues Spiel. Ach, wen nehmen wir denn? Oh, nehmen wir halt mal hier diesen blauäugigen. Witch Park ist der Trigger. Ja, das fragt mich öfters. The enemy will devour me. Ja, das könnte durchaus sein. I have pet names for my granite. Nein, habe ich nicht wirklich. No one shall live. Das wäre unschön. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich nicht weiß, wo der Trigger sitzt. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr lustiger Name für Schwierigkeitsgrade. Finde ich sehr schön. Wir sind auf einer Insel. Wir beobachten den Außenposten. Auf jeden Fall kommt das Spiel leider nicht so ganz mit meiner Aufnahme zurecht. Weil ich habe das vorhin mal angespielt, da ging das alles viel besser. Also, es ist schade, dass es nicht ganz damit zurechtkommt, aber ganz ehrlich, ich finde es jetzt sehr retro-kalten. Also es fällt mir sehr gut, diese Retro-Perspektive. Ich bin mal gespannt, wie es umgehen ist. Krasse Animation, ey.
Sollte mich meine Sache endlich mal verstehen können, wenn ich schon über dieses wundervolle Spiel rede. Schade ist halt wirklich, dass meine Aufnahme ein bisschen zerrissen hat bei dem Ganzen. Oh fuck. Die habe ich jetzt übersehen, das war natürlich jetzt Fail hoch 5. Aber wir haben ja freie Safe Games angelegt, was heißt, wir können jetzt einfach hier. Yay, cooler Effekt, ey. Krass. Dass sowas in der heutigen Zeit möglich ist. Wirklich, vor allem diese kurzen Ladezeiten. Das ist sehr cool. Das Ganze gibt auf jeden Fall ein richtig cooles Retro-Gefühl, ja. Sieht leider etwas eich verpixelt aus. Oh, okay, wesentlich besser habe ich es jetzt auch nicht gemacht. Naja. Diese coolen Sprungeinlagen. Boing. Boing. Wirklich, wirklich cool gemacht. Jetzt speichern wir halt trotzdem noch einmal. Verreckte, verreckte, du Dreckschwein! Schön nach oben ziehen. Also das gibt einem so richtig schönes Retro-Gefühl, das Spiel. Sterb. Wunderbar. So, dann machen wir hier natürlich erstmal wieder Save. Den lassen wir aus, weil das ist mein letztes normales Save-Game gewesen. Vielleicht steigen wir auch da dann nachher ein. Trigger.
teilen wir uns das dann noch. Sehr schön. Und wieder mal hier eine schöne Safe Game anlegen. Vor allem der Dreheffekt ist auch cool, wenn man da reinkommt. Vor allem, dass das alles so ohne weiteres möglich ist, diese ganzen Effekte. Ganz schlecht. Cool, was haben wir da jetzt? Na komm. Don't shoot? Doch, ich schieße aber so gern. Tut mir furchtbar leid für dich, aber das musste jetzt sein. Das einfach mal, damit es schneller geht. Muhaha. Und damit wäre der Abschnitt erledigt. Yeah. Da ist sogar alles gespeichert worden. Sogar mein Leben und so. Ich oh weh. Schade ist nur, dass es das ganze ein wenig rumspackt, wenn man das hier versucht aufzunehmen. Aber da müssen die Entwickler nochmal ein bisschen nacharbeiten, damit man vielleicht auch noch nebenbei was laufen lassen kann, ohne dass das Spiel gleich abspackt. Weil so ist es leider doch unspielbar. Weil eigentlich ein richtig cooles Spiel, hätte ich euch gern gezeigt, so werde ich es halt irgendwann mal durchspielen. Ich werde auf jeden Fall einen kleinen Test zu diesem richtig, richtig coolen Spiel schreiben. Was natürlich, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, alles nur ein Scherz sein sollte. Da ich mich vorher natürlich schon über das eigentlich erschienene Neuauflage dieses Spiels, das ja jetzt an sich, wenn man es so ansieht, schon verstehen kann, wieso es davon eine Neuauflage gibt. Weil es ist cool gemacht, das ist echt gut. Aber das Spiel, dieses Spiel gefällt mir tatsächlich. Aber das Ganze gefällt mir hier tatsächlich sehr. Also da kann ich sogar verstehen, wieso dann Leute kommen und davon ein Remake machen. Weil an sich hat dieses Spiel schon durchaus ein Remake für mich verdient. Aber man merkt ja hier schon, die Gegner sind nicht ganz so komisch unterwegs die meiste Zeit. Man bewegt sich nicht so schnell. Man geht einfach auf die Tür zu und macht sie mit Leertaste auf und ist fertig. Liegen jetzt gerade noch in den Abschnitten liegen irgendwie sehr viele von diesen Nahrungsreserven rum und sind vor allem nicht extrem versteckt, also die findet man eigentlich, wenn man sich ein bisschen am Rand umguckt, findet man am Rand sehr viele und wenn man richtig fette Heilung braucht, muss man sich alle ein genauer umschauen, wobei jetzt da sieht man ja, dann kann man wieder zurück, kann es einsammeln. Yeah.
Schräge. So. Glück. Oh, jetzt habe ich mich wohl erwischen lassen. Da habe ich zu Recht einen auf den Sack gekriegt. Also die Rätsel haben sie ja in den neuen richtig gut übernommen. Auch das mit den Münzen einsammeln, was ich eigentlich erst nicht gedacht habe, dass das tatsächlich in so einem alten Shooter passiert war. Outsider! Da haben wir auch die Rüstungen. Also das ist auch so kalt wie es in einem... Oh, machen wir hier wieder mal einen Save. So langsam kann ich meine Dinge auch überspeichern, weil eigentlich viel weiter habe ich es nicht gespielt. Jetzt könnten wir natürlich anführen, bis dahin hast du aber jetzt auch noch nicht so viel über das andere gemeckert. Das stimmt ja nicht. Ich habe ja von vornherein das Meckern angefangen, gerade über den Movement Speed, was ja hier schon mal nicht so ganz so schlimm ist. Weil du bewegst dich einfach nicht ganz so flott. Weil so habe ich es auch in Erinnerung bei den alten Shootern. Du bist zwar flotter unterwegs als gerade in modernen Shootern, aber du bist jetzt auch nicht... so schnell unterwegs wie jetzt bei dem neuen Shooter, aber das haben sie gemacht, um sich von allen anderen abzuspalten, weil es gibt durchaus noch schnelle Shooter. Man siehe Serious Sam, was ich ganz gern verglichen habe die ganze Zeit, weil es einfach der beste Ableger in der Richtung ist. Und selbst die modernen Teile von Serious Sam haben jetzt so viel verkehrt gemacht. Die hatten teilweise dann mal zwischendrin ein paar Tiefphasen, aber die waren immer gut genug, dass man sagen konnte, es hat richtig viel Spaß gemacht, die zu zocken. Und tatsächlich hat es mir persönlich wesentlich mehr Spaß gemacht als das neue Triad, weil das verpackt ist wie Sau. Was ja schon mal das Serious Sam-Teile nicht waren. Die. Und vor allem, wenn man nicht gerade wieder die Maus hin und her schiebt. Weil das Problem ist halt, dass man auch über das Vorwärtsschieben der Maus sich damals bewegt hat. Und es ist mal einfach nicht gewohnt, dass man nicht nach unten schauen kann mit der Maus. Kaputt. So, lala, und weiter geht's. Also, es sieht schon, bei dem Spiel habe ich jetzt tatsächlich weniger Aufregerei. Da habe ich richtig viel Spaß dran. Das finde ich gut. Auch wenn es einen uralt Look hat. Also, tatsächlich, wenn sie wirklich dieses Spiel einfach nur kopiert hätten. Was sie ja angesetzt haben und dann ein paar neue Features reinbringen wollten. Und da halt komplett angefangen haben zu vermasseln. Weil wenn ich einen Raum mache, wo die Decke runterkommt, dann bitte so, dass halt kein Flipping-Fehler dabei entsteht und du dann auf einmal in der Decke drin stehst. Dann sterbe ich halt ab einem bestimmten Punkt. Dann tue ich halt Spikes einfach unten an die Decke ran nageln, wo mich halt dann, wenn normalerweise die Decke weit genug unten wäre, mich einfach stechen. Was sie natürlich wiederum nicht machen konnten. Weil ihre Spikes ja total verpackt sind und einem selbst, wenn das es seitlich berührt, umbringt. Weil ich glaube, gleich bin ich hier. Ja. Damit bin ich wohl gestorben. So, dann laden wir mal das letzte Save Game. Wir versuchen uns noch mal unser Glück. Ah!
Okay, man kann jetzt nicht so gut im Projektieren ausweichen, wie es jetzt in den heutigen Shootern möglich wäre. Aber dafür haben sie ja heute ganz andere Treffdinger. Weil... Und das Coole ist, dass es wirklich gut rausfindet, welches das letzte Safe Game war scheinbar. Dieses freie Speicherfeature hat sich ja, habe ich ja, wie gesagt, habe ich einmal sehr viel bemängelt, weil da waren halt ein paar Stellen dabei, die waren verbuggt und dann hätte man mit freiem Speicherfeature hätte man das Ganze ein bisschen ausgleichen können. So hatte man in der Hinsicht halt auch keine Chance, das Ganze auszugleichen. So. Und jetzt haben wir hier unser neues Safe Game. Einfach drüber speichern. Ups, jetzt habe ich einen Slash-Länder gemacht. Naja, gut. Dürfte nicht weiter stören. Also einfach nur mal, ich wollte jetzt mit diesem kleinen hier einfach nur mal den Beweis antreten, wie es eigentlich aussehen müsste. Problem ist halt jetzt, dass er ein wenig ruckelt. Ist natürlich unschön. Das ist halt auch dieser klassische Humor von damals, von den Programmierern, die, wenn man das Spiel verlassen will, dass man dann einfach so ein paar Scherzdinger einbaut, wo man dann tatsächlich total seltsame Fragen, wo jetzt eigentlich überhaupt nicht zu Quit Game passen, gefragt wird. Das war ja damals schon üblich, weil ich habe ja schon ein paar klassische DOS-Spiele gespielt, jetzt eigentlich keine Ego, also keine Ego-Shooter. Wie sie damals programmiert sind, weil ich sie an sich dieses, dass ich dieses normale Aimnet habe, das finde ich immer ein wenig blöd. Huch, das wollte ich jetzt gar nicht. Also ich frage mich tatsächlich, wieso man jetzt unbedingt wieder dazu zurück wollte und das dann auch noch so macht, wie sie es gemacht haben. Weil tatsächlich hätten sie es ja da wegen anders machen müssen. So. Ah, je, das sollten sie vielleicht. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen damals schon. Naja, aber damals war Escape immer Escape. Natürlich kommt man hier dann auch wieder in diesen Speicherwahn nach kürzester Zeit. Was man immer hat, wenn man dieses freie Speicher-Ding hat. Da ist halt ein Schnellspeicher-Button, wäre ja dann heutzutage möglich gewesen. Hätten sie halt einfach das eingeführt, anstatt ihre komischen Checkpoint-Gedöns. Aber die wollten halt auch die Maps einzeln abrufbar machen. Die wollten halt da verschiedene Features drin haben, wo in der heutigen Zeit möglich war, sind und damals einfach wahrscheinlich noch nicht möglich waren mit der intelligenten Speicherpunktsetzung. Den Raum. Wenn ich ein paar Mal öfters gespeichert hätte, dann wäre mir das vorhin schon mal nicht passiert. Aber dann ist es halt auch meine eigene Schuld, ne? Da kann ich Ken von den Spieleentwicklern dann dafür verantwortlich machen, dass ich 20 Räume geklärt habe und diese dann immer wieder klären muss. Dann ist es halt meine eigene Schuld, wenn ich da versag. Im Übrigen, diese kleinen Spacker und Ruckler, die kommen nur von der Aufnahmesoftware. Vorhin, als ich da Lenz gespielt habe, ohne aufzunehmen, war das Ganze nicht so rumgespackt. An sich wollte ich auch nur mal den Beweis damit antreten. Ich werde ja auch nicht komplett diesen alten Shooter jetzt durchspielen. Weil das wäre auch nicht dem Ganzen zutunlich.
Weil man sieht schon, mit der modernen Steuerung wird es wahrscheinlich noch ein wenig amüsanter, das Ganze. Aber insgesamt war es damals wahrscheinlich eine recht spaßige Angelegenheit, wenn man nicht gewusst hat, was heutzutage möglich wäre. Und es macht auch jetzt auf jeden Fall mehr Spaß als das scheiß Remake, wie gesagt. Also mir persönlich auf jeden Fall. Und, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer Spaß an dem verpackten Mist hat. Huch. War wieder ein wenig zu voreilig. So, jetzt haben wir wieder diese Waffentype. Weil da sieht man schon, man hat immer diese unendlich Projektilwaffe und die Waffe dabei. Also wirklich nur zwei Schusswaffen. Da haben sie sich recht gut an das Original gehalten. Schön den Typen zerfetzt. An sich richtig cool. Outsider. Also man sieht schon, das ganze Level-Design sieht sich immer sehr ähnlich an den einzelnen Punkten. Boing. Ja, ich weiß, ich lege eigentlich viel zu viele neue Safe Games immer zu an. Ja, gleich sind wir auch an dem Punkt, wo ich dann das letzte Mal aufgehört habe. Und es soll ja auch jetzt immer Eindruck sein, ob es nicht eigentlich eine bessere Idee ist, sich bevor man sich mit dem neuen beschäftigt, tatsächlich immer den alten holt, weil der tatsächlich nicht ganz so schlimm ist. So, und damit sind wir wohl am Ende dieses Levels. Und wie man hört nichts beim Aufsammeln. 100% hält. Und da kriegt man auch einen schönen Bonus, einwandfrei. Also so war das alte aufgebaut. Ihr habt gesehen, wie das neue gemacht ist. Ich habe tatsächlich wesentlich mehr Spaß an dem hier. Es ist präziser. Da fällt mir was ein. Weil ich ja oft gesagt habe, ich habe nämlich jetzt kein einziges Mal die Sprinten-Taste verwendet. Sollte man auch dazu sagen. Das ist hier jetzt die Geschwindigkeit von der. Das ist dann die Geschwindigkeit von der Sprinten-Taste. Ach, da kommen die Robes auch schon zum Einsatz. Also man merkt schon, wenn man dann die Sprinten-Taste gedrückt hat, dann ist es natürlich so wie heutzutage. Bei dem heutigen Spiel. War keine Kontrolle, keine Kontrolle. Ich habe keine Kontrolle. Wo ist die Kontrolle geblieben? Yeah! Und damit endet dieses kleine Spielchen. Mit einem schönen Flammenball. Jetzt noch einen kleinen Gag, den ich... machen wir. Schön, nicht? Dann noch der kleine Gag, den ich ja auch im anderen erzählt habe. Hier jetzt Press oben Trapdoor. Tatsächlich ziehe ich jetzt auch mal hier das kleine Fazit noch im Nachhinein. Das Spiel ist seinem Vorgänger einfach kein ebenwürdiger Nachfolger. Das muss man einfach so sagen. Es kann eigentlich nicht so schwer sein, eine Sprinttaste einzubauen, wie es damals so bereits drin war. Es kann nicht so schwer sein, ein freies Speichersystem einzubauen, das damals schon drin war. Es kann nicht so schwer sein, funktionierende Fallen einzubauen, die nicht zu einem Clipping-Fehler führen. Wodurch man dann das Ganze hat
mich ja eigentlich nur deswegen dann wieder aufgeregt, weil dann eben dieses freie Speichersystem gefehlt hat, wo ich dann wieder einfach direkt auf weiter einsteigen können, weil ich ja vor jeder Falle immer schnell brav speichere und dann einfach wieder von dann weitergeführt hätte. Dementsprechend hat mich das Spiel so sehr aufgeregt, dass ich tatsächlich danach Kopfschmerzen gehabt habe. Und es hat bisher noch nie ein Spiel geschafft, mich so weit zu treiben, dass ich mich nur noch drüber aufregen konnte. Da habe ich dann extra, wenn zum Runterkommen, dieses alte DOS-Spiel jetzt eben gespielt und muss sagen, es ist besser. Es kann sein, dass diese Gegnertypen, weil ich jetzt eigentlich weit gespielt habe, dass die drin sind und mich da ein bisschen auch im Neuen genervt haben. Wobei die mich ja eher deswegen genervt haben, weil meine Standard-Mausbelegung nicht möglich war. In dem Sinne, dass ich ja noch zwei zusätzliche Maustasten habe, also zwei mehr als normale Mäuse haben für Office-Anwendungen. Was aber mittlerweile eigentlich bei jedem Gamer Standard ist und ich persönlich lege da Nahkampfangriffe, Granaten drauf. Granaten manchmal in der mittleren Maustaste, wenn es von vornherein so eingestellt ist, manchmal auch auf die obere dieser beiden und auf der unteren ist immer mein Nahkampfangriff. Somit weiß ich instinktiv, wo mein Nahkampfangriff ist, falls jemand zu nah an mir rankommt. Es ist schön, dass sie überhaupt einen Nahkampfangriff eingebaut haben. Dadurch, dass aber nicht auf der Taste liegt, wo ich gewöhnt bin, sondern auf Q. Schrott. Dann habe ich nur umgelegt, habe versucht, es auf die Maus zu legen eben. Mausbutton 3 war möglich. Aber ist halt auch wieder für mich ungewohnt. Und vor allem muss ich dann meinen Finger vom Abzug nehmen, was ich nicht gewohnt bin bei Ego-Schulen. Ich lasse ihn immer am Abzug, außer ich will eine Granate werfen. Aber dann will ich ja kontrolliert eh was werfen, was mich selber schaden kann. Nächster Punkt ist, dass die Maps ein bisschen offener sein müssten, damit einfach das auch mit den Granaten und also beziehungsweise mit den Rocket Launchers wirklich gut funktioniert. Dadurch, dass die ganzen Levels ein bisschen verstrickter sind als jetzt die Vorgänger, sind diese Waffen einfach nicht mehr so gut. Und was man auch gesehen hat, die sind im Allgemeinen scheiße, weil selbst dann beim Endbosskampf, wo ja eigentlich ein Granatwerfer oder ein Raketenwerfer das Beste ist, was man so haben kann, funktioniert das nicht, weil tatsächlich ich ja mit der Maschinenpistole effektiver war. Jetzt kann es natürlich sein, dass in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden A die Waffe ineffektiver wird und die anderen aber gleich effektiv bleiben. Was dann aber Schwachsinn ist, wieso bin ich das denn überhaupt so ein? Oder haben sie da verrafft dann einfach den Schaden für den Spieler für eine Granate anders zu berechnen als das von Gegnern? Also ganz ehrlich, das Ganze kommt mir nicht vor, als wäre das irgendwie professionell entwickelt worden, sondern wäre irgendwie ein Hobbyprojekt gewesen. Aber dann bitte doch kostenlos, weil da gab schon einige Spiele, die kostenlose Remakes erfahren haben. Und diese Remakes waren dann interessanterweise auch meistens gut, wurden auch häufig sehr gut bewertet, was auch daran liegt, dass man nicht im Hinterkopf hat, ich habe halt dafür Geld bezahlt. Ich fühle mich betrogen. Weil genau das fühle ich mich im Moment. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist so wie damals eben dieser alte DOS-Shooter aufgebaut war und ist durchdacht und dadurch, dass es eben kommerziell vertrieben wird, ist es auch bugfrei, ist es durchgetestet. Das war es ja offensichtlich nicht, sonst hätte ich nicht durch Wände gehen können, wäre zwischen Schränken stecken geblieben, hätte den Rocket Jump nicht hinbekommen. Es kann sein, dass ich mich einfach für die Geschwindigkeit, die der Shooter da liegt, einfach zu dumm anstelle. Aber an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass man wirklich Präzision hat mit dieser Steuerung. Weil es geht zu schnell vor und zurück und links und rechts. Und dann hat man einfach diese Luftkontrolle, die man ja auch bei UT hat, die ich ja wirklich gut finde, die auch bei UT gut funktioniert. Da hätten sie es halt einfach davon geklaut. Die haben ja schon die Unreal Engine verwendet, da hätten sie auch das ganze Grundprinzip, die ganze Geschwindigkeit von Unreal auch mitklauen können. Dann hätten sie wenigstens ein funktionierendes Grundprinzip gehabt, hätten dann ihre Waffen draufgebaut, ihre Maps draufgebaut und wären fertig gewesen. Vielleicht wäre das auch tatsächlich als Mod für das Unreal 3 vielleicht sogar besser gewesen, wenn man schon die Unreal Engine verwendet. Ich weiß es nicht, was sie damit beweisen wollten. Vielleicht wollten sie einfach beweisen. Hey Leute, ihr fordert doch immer diese alten, klassischen Shooter wieder zurück. Wir zeigen euch mal, wie wir das umsetzen würden. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man es richtig angegangen hätte und sich ein bisschen auch damit befasst hätte, ob das Movement so funktionieren kann, hätte es durchaus ein gutes Spiel werden können. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Multiplayer-Partien extrem viel Spaß machen, weil es eben so ein extrem schneller Shooter ist
Was ich nicht glaube, ist, dass der Singleplayer lang modellieren kann, wenn er so verbuggt ist. Tatsächlich habe ich hauptsächlich wegen den Bugs ja quittiert, beziehungsweise wegen den Bugs, weil ich ja dann von diesem Bug dann zurückfinden musste. Das nächste war ja, du kommst an der Stelle, die sagen dir, mach mal 4 Challenges. Es gibt schon Gründe, warum viele Spieler heutzutage den Spieler an der Hand nehmen, weil damit hast du dich tot gesucht. Du bist lang hin und her gelaufen, hast gesucht. Das hat viele Spieler aufgeregt, mich auch. Ich gebe es offen zu, ich bin persönlich ein absoluter Fan von Questmarker. Was lustig ist, während das bei Quests auch ohne Questmarker funktionieren kann, da man einfach im Quest sagt, im Süden von Dorf aus befindet sich eine Horde Wölfe, bitte töte sie für mir. Dann weißt du ja, okay, ich muss von diesem Kaff aus Richtung Süden laufen und hoffen, dass ich auf irgendwelche Wölfchen treffe. Wenn natürlich die Himmelsrichtungangabe scheiße war, keine Chance gehabt bei einer offenen Welt. Wenn das natürlich jetzt schlauchartig aufgebaut war, da haben sie dir vielleicht eine Wegbeschreibung im Sinne von, wenn du dich immer links hältst, dann kommst du zu einem mächtigen Gegner. Dann weißt du ja immer, was zu tun ist. Bei einem Shooter hast du diese Vorteile alle nicht. Du kriegst nicht gesagt, wo du hin musst. Punkt. Ja, wenn du nicht weißt, wo du hin musst, musst du ja irgendwie rausfinden, was muss ich als nächstes tun, um jetzt weiter fortzuschreiten. Dann kommst du in eine Tür. An sich das Ganze vorher, dass ich die Schalter suchen muss und so, das gehört manchmal dazu, dass die eine Stelle verbuggt war, nachdem ich eigentlich ein neues Spiel gestartet habe, genau an dieser Stelle, und das nicht funktioniert hat. Unschön, war aber so, hätte ich noch mit leben können. Mit allem, womit ich nicht mehr leben konnte, war tatsächlich, dass ich dann an eine Tür komme, da sagt es dir, suche 4 Challenges, oder bestehe 4 Challenges. So. Was für Challenges? Wo befinden sich diese? Dann gibt's 4 Türme. Bei jedem Turm steht, you need a golden key. Okay, also vermute ich einmal, für jede der 4 Challenges bekommt man golden key, kommt in einen von diesen Türmen rein, kriegt da ein bisschen Nachschub und kann den Hebel umlegen und dann den nächste Challenge angehen. Wo ist aber die erste? 4 Türen am Rand, große Türen. Drauf zugehen, E drücken. Funktioniert nicht. Normalerweise öffnen sich ja diese Türen bei dem ja schon von alleine. Beim klassischen war es so, du bist hingegangen und hast die Tür aktiviert. Aber ich habe nie erlebt, dass man eine Tür mal nicht aktivieren konnte. Da gibt es jetzt häufig genug Türen, die sich dann aktivieren, wenn man wieder zurückgeht. Es gibt viele Türen, die sind einfach nur Dekoration. Oder sind sie es nicht? Man weiß es eben nicht. Alle Türen sehen absolut identisch aus. Was zwar schön für die Atmosphäre ist, scheiße, weil man nicht weiß, wo man hinkommt. Oder hin muss. Also das Ganze hier ist tatsächlich jetzt mal ein wenig länger geworden als Nachbesprechung, weil es auch gleichzeitig Bewertung war. Ich werde mal gucken, ob ich noch irgendwelches Videomaterial ohne Sprache drunter lege und das dann hier eben als Nachkommentar nenne. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich bereue den Kauf. Ich bereue die 11 Euro, die ich für dieses Spiel rausgeschmissen habe. Vergeudetes Geld. Hätte ich mir lieber den klassischen Shooter irgendwann nochmal geholt oder hätte lieber den, ich habe noch Doom 3 irgendwo als klassischen Shooter rumliegen, hätte lieber das gezockt, hätte ich 1000 Mal mehr Fokus gehabt und hätte mich nicht so euch aufregen müssen. Dieses Spiel ist tatsächlich jetzt für mich erst einmal gestorben. Vielleicht lege ich tatsächlich noch, weil ich werde das nochmal starten, werde das jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren und dann werden wir ja sehen, was so passiert. Ich bin aber gespannt, was eure Meinung dazu ist, ob ihr vielleicht den Shooter richtig klasse findet und denkt, ich bin ein dummer Depp, der einfach nicht zocken kann, was ja durchaus sein kann. Vielleicht stelle ich mich tatsächlich für sowas doof an. Was ich aber interessant finde, der klassische Shooter macht mir ja Spaß. Damit schließen wir und ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr den Shooter trotzdem kauft, auf eigene Gefahr. Empfehlung von mir bekommt er nicht, er wird bei uns auch auf der Blacklist landen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß.